So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke und guckt euch mal das an. Wir haben hier ein schönes Päckchen bekommen, wieder mal. Eben hat es geklingelt, beziehungsweise eben war ich noch im Livestream, dann hat es geklingelt. Dann kam der Postmann, hat mir ein Postpaket gebracht und was da jetzt drin ist, wollen wir uns jetzt gleich angucken. Absender ist nämlich Amikosi und Tiffinus, ne? Nicht Tinnitus, Tiffinus, Amikosi und Tiffinus. Sehr schön, steht sogar drauf. Ramses ist der Dicke bei Empfänger. Wir wollen das jetzt mal aufmachen. Das ist auf jeden Fall ziemlich schwer. Und Amikosi hatte ja schon angekündigt, weil er weiß, dass ich gerne scharf esse oder gerne scharfe Sachen, scharfe Soßen, scharfe Dips, scharfes alles. Mir gerne irgendwas immer irgendwo draufpackt, Döner, Pizza. Muss immer spezielle scharfe Soße überall hin. Leider wird man oft enttäuscht, dann gibt es aber viele Sachen, die sind recht gut, ne? Aber auch Daya und der Amikosi hat gesagt, er mischt selbst einfach mal eine schöne, deftige Soße zurecht, eine scharfe Chili-Soße, wie scharf die sein soll, so richtig oder halt so gemütlich. Und ich habe gesagt, am besten wäre, glaube ich, beides, dass man eine gemütliche hat und eine richtige. Jetzt machen wir das mal auf und gucken uns das mal an. Was das nun jetzt genau geworden ist im Einzelnen. Und dann müssten wir wahrscheinlich auch eine Ramses Kitchen Folge irgendwann mal machen, wo wir das eben noch testen. Zack. Oh mein Gott. Aber erstmal gucken, was jetzt da drin ist. So, ah, die willst du nicht hier hoch. Du siehst doch gar nichts. Genau, ah, die kommt doch her. Wie willst du denn sonst so reingucken? Ah, wir machen das jetzt mal auf. Du darfst zuerst schauen. Und was siehst du da? Erstmal. Nicht da draufklettern, du kannst das hier immer nehmen und rausziehen. Hier, wühl dich mal durch. Nimm mal die Hand. Und dann machst du mit dem Gesicht irgendwas, wirst du schon hinkriegen. Adi, los! Adi, such! Adi, hopp! Ich glaube, der Adi fühlt sich unter Druck gesetzt. Vielleicht kann er jetzt nicht so, wenn da Leute zuschauen. Ja, sorry, ich höre auf damit. So, wir tun das mal hier weg. Wir packen das mal hier drüben hin. Wir haben hier lauter Zettel. Alter, was ist das denn? Wir müssen uns das jetzt mal hier durchlesen. So. Lieber Ramses, hier schreibt Tivinus. Melli, Schrei. Schrei? Schrei, Schrei. Jetzt verstehe ich auch den Zusammenhang. Ich sehe immer Melli und ich sehe auch immer Tivinus. Das ist ein und dieselbe Person. Ich habe noch Seifen handgemacht dazugelegt. Sie sind hautfreundlicher, da sie 20% Überfettung haben und nur gute Öle enthalten, teilweise ohne Duft, da ich diese für unsere Tochter verwende. Oh, hinten geht's noch weiter. Hinten steht da noch drauf. Wenn wir das jetzt noch mal rumdrehen und die Rückseite lesen. Viel Freude für euch und alles Liebe, Melanie. Die habe ich selbst gemacht. Selbstgemachte Seife, das ist gut. Meine Mutter sagt nämlich immer, ich soll mal Hände waschen. Und dann nehme ich immer dieses Stück Seife, was hier rumliegt. Ja, Adi, wenn ich mal dahin darf, kurz. Hier liegt so ein Stück Seife, so ein richtig altes, modriges. Das nehme ich immer zum Händewaschen, ne? Und meine Mutter sagt immer, nein, nimm nicht die Seife. Nimm doch hier. Schleichwerbung. Nimm das. Ich sage jetzt nicht, welche Firma. Aus dem Spender. Komischerweise gab es früher auch keine Spender. Und es gab nur so Seife. Deswegen machen wir das, nehme ich jetzt mal auf. Da ist, wie sieht das denn aus? Es ist alles beschriftet komplett. Das ist ja genial. Ah, die wühl dich mal durch. Ich muss das mal kurz so rumnehmen. Guckt euch mal den Inhalt hier an, wie das ausschaut. Da ist eine Soße, da ist eine Soße, da ist eine Soße, da ist eine Seife, da ist eine Seife, da und da und da. Überall Soßen und Seife und. Adi, du bist schwer, du reißt alles runter. Nimm irgendwas mit. Adi, nein. Gut, Adi ist auf jeden Fall neugierig, wie immer, und klettert in den Karton. Wir gucken uns jetzt mal kurz hier Seifen an. Hier steht für Pupsi. Schokoladen, Hanf, Seife, Kakaobutter plus Hanföl plus 80% Schokolade, ganzen Körper
und macht eine weiche, sinnliche Haut. Was will die Königin mehr? Sieht aus wie Seife. Guckt euch das mal an. Kann man das auspacken jetzt? Sich einfach so mal angucken. Interessiert ihr euch für Seife, ja? Handgemachte Seife vor allem. Das kann man bestimmt einfach an der Seite rausschieben, sodass man die dann sieht. Wow. Seife. Sieht einfach aus wie ein riesengroßes Stück Schokolade. Adi, riech mal. Adi, riech mal. Ist das nicht lecker? Ja, die Seife, obwohl letztens die andere Seife hier hat er auch schon mal genommen. Jetzt kriege ich es nicht mehr da rein. Toll. Die andere Seife hat er auch schon mal genommen und hat die einfach entführt und da reingebissen. Ich kriege die Seife nicht zurück. Wir lassen die Seife jetzt mal kurz draußen. Wir gucken mal kurz hier nach den anderen. Für dich, Bär. Bär-Hanfseife. Den Rausch beim Duschen genießen. Echtes. Ach, Bier heißt es. Bier-Hanfseife. Echtes Schwarzbier mit Hopfen und Hanföl. Angenehme Tränen. Quatsch. Macht eine angenehme Haut und tut der Seele gut. Bier-Hanfseife. Sieht rosa aus. Eine rosane Seife. Guckt euch die an. Adi klettert jetzt hier rum und guckt sich die anderen Seifen noch an. Dann haben wir Kaffeeseife mit Milch und Kaffee. Aktivkohle gegen unreine Haut. Kann für den Körper benutzt werden. Da ist jetzt kein Feld offen. Wir machen uns aber trotzdem mal fix eins und gucken uns das an. So. Das sieht nämlich so aus. So Vanille, Vanille-Cola mit Schwarz, irgendwas dabei. Auch sehr interessant. Dann haben wir Erdnuss-Kokosnussöl-Seife mit Sandelholzduft. Gut für die Hände, kann auch fürs Duschen genommen werden. Wenn ich mir das Stück aber jetzt da drüben hinlege, glaube ich, ist Saadi trotzdem auf. Der will nämlich immer alles essen. An sich, die Seifen riechen recht ähnlich. Aber steht ja auch dabei, dass die meisten keinen Duft haben oder neutral sind. Die ist wieder hier so. Guckt es euch an. Die sieht so aus. Ist bis jetzt, glaube ich, auch das größte Stück. Die ist richtig fett. Während die hier richtig dick ist. Und während die hier einfach so richtig rund ist. Das ist so ein Babybell als Seife. Und hier haben wir noch eine helle, recht helle, mein Liebling, Rosenblüte küsst Honig. Rosenblüten aus unserem Garten als Tee gekocht und Honig mit Bienenwachs vom Imker unseres Vertrauens. Allrounder für alles. Da können wir auch hier hinten reingucken. Sieht also so aus, auch hier Seife, ja, helle, Rosenblüten, Imker. Honig, Bienen. Und jetzt, die hat sich schon ins Waschbecken gelegt, der ist schon bereit. Drei Soßen. Jetzt müssen wir uns das mal angucken hier. Mild und fruchtig. Eine steht hier dabei. Ich frage mich, das sieht aus wie, ist das hier Bullseye oder so? Bullseye-Soßen gewesen, leere Gläschen. Einmal habt ihr mild und fruchtig. Würde mich natürlich interessieren, wie die schmeckt. Aber soll man die jetzt aufmachen? Die müsste man eigentlich extra in dem Video probieren. Dann habt ihr fruchtig und scharf. Das wird also immer stärker, weil mild ist mild. Scharf ist scharf. Auch mit Frucht, aber auch noch fruchtig dazu. Und dann habt ihr noch eine übrig, und zwar Knobi und Chili. Extra scharf. Das müsste also die heftigste sein. Schön flüssig. Wenn ich die natürlich probieren will und alle aufmache, dann muss ich auch alle mit einmal trinken. Das Gute ist, Pupsi bringt eh immer so viel Nudeln mit. Macht immer zweimal Soße mit einmal Nudeln, sodass immer einmal Nudeln ohne Soße übrig bleibt. Zur Not. Du hast dir einfach ein Paket Nudeln und kippst hier die ganze Flasche
Soße einfach dran, dann hast du doch bestimmt auch was. Kann man sicherlich so essen, denke ich mir mal. Adi, was sagst du? Ja, dreht noch mal drauf, guck noch mal nach. Sehr cool auf jeden Fall, aber wenn mich nicht alles täuscht, müssten das doch von diesen Bullseye-Soßen die Flaschen sein. Oder gibt es so zu kaufen, auch leere, ohne irgendwas? Ich werde auf jeden Fall ein extra Video nochmal zu den Soßen machen. Werde mir die mal reinziehen, werde die mal testen, mal gucken, was man dazu am besten isst. Was werdet ihr zu den Soßen essen? Wo soll man die Soßen draufpacken? Schreibt es mal in die Kommentare. Einfach eine Bockwurst und dann die Soßen testen. Da muss was Dickes her, Schnitzel oder irgendwas oder so, oder Klops oder ich weiß es nicht. Wir gehen eh gleich nochmal in Rewe. Vielleicht finde ich irgendwas und kann den Rest dann auch noch aufnehmen. Jetzt kann ich, pupsi, aber erstmal die Kerzen, nicht die Kerzen, die Seifen zeigen und mal gucken, welche am angenehmsten ist. Ich werde mir auf jeden Fall immer mal eine hier hinpacken. Die hält nämlich auch nicht ewig und hoffe, dass der Adi die in Ruhe lässt, weil bei der Seife, die dort liegt, hat er so oft die einfach schon mitgenommen und hat dann da reingebissen. Und hat die durchs ganze Bad geschleppt. Ist halt immer sehr neugierig. Guckt euch die Hände an, ne? Diese kleine diebische Elster. Das war's jetzt auf jeden Fall von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses und euer Adi. Au! Wir sehen uns beim nächsten Mal.